Hallo und herzlich willkommen hier zur 7. Folge am Mittwoch von Transport Fever in der 2. Staffel hier in Europa. So, ja, die Züge, die gurken hier so durch die Gegend, machen auch ganz gut Geld. Also wir haben ja jetzt schon keine Schulden mehr, wir haben jetzt, wunderbar machen wir jetzt Geld hier eigentlich. Und wir haben eine neue Lok bekommen zum Ende der letzten Folge und da schauen wir mal rein. Wir haben ja auch schon die erste E-Lok übrigens, die Crocodile quasi, ja, die Krokodil auf Deutsch. Fährt aber nur 75, hat aber eine wunderbare Zugkraft. Also für Güterzüge wäre die echt gut geeignet. Aber die fährt schon 120. Die Flying Scotsman, eine englische, eine britische Lok. Hat auch eine wunderbare Leistung. Also Leistung ist gut. Zugkraft, ja, okay. Aber ist mit die stärkste immer noch von der Zugkraft her. Ja, muss man schauen, welche Loks man jetzt denn da zukünftig besorgt. Personenwagen haben wir ja auch schon wieder neu, die Donnerbüchse. Aha. Ja, die restlichen Waggons sind noch die üblichen. So, was ist denn da für ein Logo drauf? Stopp. Was ist denn das bitte für ein Logo? Das ist nicht mein Logo, Freunde. Das ist nicht mein Logo. Hat das Logo darauf gemacht. Was ist das? C und L? Von irgendeinem Modder, glaube ich. Russisches. Okay, irgendwas Russisches. Keine Ahnung. So, ich will aber das haben. Und wenn schon, denn schon. So. Und tschüss. So. Die ganzen Gleise müssen natürlich noch irgendwann abgegradet werden, aber das machen wir dann noch. So, da hinten hätten wir jetzt also die Route für Plastik. Ja, Erz. Vielleicht holt das Erz auch gar nicht von hier, weil hier hinten ist auch Erz. Da hinten ist auch Kohle. Erz, dann haben wir denselben Fahrweg für Kohle und für Erz. Und, oder ich hole das Erz von hier. Das wäre ja auch ohne Probleme machbar, das von da zu holen. Und, oder schauen wir mal. Das machen wir dann erst noch. Juti, ja, okay, wenn wir mal Plastik hätten wir dann erstmal angeschlossen, genau, und muss ich jetzt hier hin, genau, wo ich das Plastik hinliefern kann, haha, und da müssen wir jetzt erstmal hin wieder, Höhenlinien hätte ich gerne mal, okay, hier müssen wir, von dem Berg hier mal meiden. Und mit Oberleitung Hochgeschwindigkeitstrassen jetzt natürlich und diesen würde ich allerdings gerne meiden, diesen Berg hier. So, das muss gemieden werden am besten. Da fehlt ein Stück, glaube ich. War, glaube ich, nicht richtig angedockt hier. So, jetzt haben wir es. Nämlich gucken, wie wir hier am besten langfahren immer. Könnten wir auch gleich Stein holen, theoretisch, für Baumaterial. Oder nehmen wir eher wieder die Schlacke vom Stahlwerk dann später. Und das ist dann gleich sinnvoller. Ein bisschen gucken, wo wir hin müssen immer. Hier runter. Okay, dann fahren wir hier einmal durchs Tal durch quasi. Gucken wir mal, ob wir jetzt die 300 an der Stelle halten können. Und so, ja, 5 Millionen haben wir ja schon, die Höhe, die lasse ich mal an, die Höhenlinien, die werde ich noch ein bisschen brauchen, denke ich. Jetzt schon wieder einen Bahndamm machen, wie ihr seht. So, da muss ich hin, da machen wir erstmal einen Bahnhof jetzt, würde ich sagen. Der muss ja dann eben ein bisschen abseits der Haupttrasse liegen wieder. Und Bahnhof. So, wir liefern Stahl und Plastik und holen Werkzeug und Maschinen ab. Das heißt, wir holen zwei Sachen ab und liefern drei Sachen. Zwei Sachen abholen, zwei Sachen liefern, sind exakt 4 Gleise, wenn ich mich nicht irre. Und schon haben wir 4 Gleise.
So, jetzt noch jetzt einfach mal hier hin. Relativ günstig. So. Schaffen hier mal einen kleinen Straßenanschluss erstmal. So, und die Straße wird hier mal spontan umgebaut. Keine Angst, sie kommt natürlich wieder, sonst meckern die ja sowieso hier, dass das Ding nicht angeschlossen ist. Krümmung zu groß. Machen wir ordentliche Kurve hin da. So. So, so habe ich mir das gedacht. Und dann kann ich hier nämlich jetzt gerade mit den Gleisen einfach hier rüber. Haha. Und so war der Plan jetzt. Erstmal. Trotzdem ist echt mit Bau nicht möglich bei dem zweiten Gleis wieder. Es ist da wieder nicht auszuhalten. Ich zieh die Straße danach rüber. Machen wir die Straße erstmal weg. So, machen wir erstmal die Gleise hier. Die sind erstmal wichtiger, die Gleise. So, so, und schwingen wir auch ein bisschen Richtung Mitte. Na ja, gut. Wollte jetzt nicht, okay. So, gut. Wir brauchen hier natürlich dann auch wieder entsprechend Weichenanlagen und da werden wir wieder mit Dings arbeiten, mit den Kreuzungsweichen und jo, werden wir machen. So, ich ziehe das jetzt einfach dann hier komplett rüber. Wir müssen ein bisschen länger machen dafür, aber dass wir das hier ohne Probleme, ohne weiteres rüberziehen können. Und hier nehme ich schon mal was weg wieder. Kennt mich ja, wenn immer alles hin und her hier. So, ein Stück holen wir raus und dann gehen wir jetzt hier rüber. So. Das ist mir zu langsam mit 63 am Ende. Das ist mir definitiv zu langsam. Na, kommen wir noch in die 100 rein? Naja, 98 am Ende. Okay, ist ja nur das Ausfahrgleis. Allerdings ist hier auch einfach. So, zack, da kann man dann aufsplitten nach geradeaus oder nach da. Und achso, warum wollte ich eigentlich aufs äußerste Gleis? Ja, Gott. Gut. Gut, 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 gut. Kein Kommentar. Bitte, bitte keine Kommentare dazu. Nein. Ich muss ja gar nicht aufs äußere Gleis, Mensch. Es reicht auch, wenn ich das Gleis hier nehme. Dann haben wir immerhin 100, 117. Ja, 117. Okay. So, gut. Dann trotzdem hier Kreuzungsweiche als Einfahrt. Allerdings muss ich mit dem von hier irgendwie auch nochmal auf die andere Seite rüber. Eigentlich. Da, da war was. Hier, da geht's. Wunderbar. So. Perfekt. Und dann machen wir entsprechend hier eine Kreuzung. Dann kann man nämlich da auch gleich eine Einfahrt für die beiden Gleise. Das kommt weg. So. Sieht sehr abenteuerlich aus, was ich jetzt hier gebaut habe, aber so über das Gleis kann ich also hier lang, auf das Gleis, geradeaus, auf das und so auf das fahren. Ja, perfekt. Das ist nochmal eine relativ einfach gehaltene Einfahrt. So, gucken wir, ob wir hier eine Straße rüberkriegen. Wunderbar. So, die Schranke würde ich gerne allerdings noch nicht. Achso, wir haben jetzt auch schon die ersten beschrankten Bahnübergänge. Okay, dann können wir die ja lassen. Dann können wir sie jetzt doch lassen. Es sind jetzt gleich zwei in Folge hier. Warte jetzt nicht einen großen draußen, sondern zwei quasi. Aber ist okay. So. Gut, dann haben wir hier jetzt nämlich das Gleis fertig. Ich habe das jetzt mit. Oh, ich habe das jetzt mit Dings gebaut, ne? Mit Nicht-Hochgeschwindigkeitsgleisen? Doch. Sahen gerade irgendwie anders aus, die Gleise. Sahen gerade irgendwie so nach Nicht-Hochgeschwindigkeit aus. Okay. Nee, so. Okay, so, können wir mal hier die Kurve rausholen. Da ist die Haupttrasse.
Führt dann hier vorbei. Hier unten machen wir noch einen Hafen hin. Und natürlich einen Bahnhof. So, jetzt machen wir, bauen wir schon mal den ersten Hafen. Ich brauche aber einen Güterhafen diesmal. Und ein Terminal sollte reichen. Und ich habe jetzt eigentlich nur vor, hier Öl zu liefern. Ja, wir liefern aber nur Öl. Könnten uns auch Erz von hier holen, dass wir da rüberfahren? Das schauen wir mal. Weil Kohle müssen wir auch von da holen. Dann können wir hier eine Trasse lang bauen. Hier rüber zum Stahlwerk. Gut, aber wir brauchen hier erstmal einen Hafen, wie gesagt. Und den bauen wir jetzt einfach mal. So. Kollision bei Terrainangleichung, weil die Straße sich selbst im Weg steht dann. Sehr clever. Speichern. So, wunderbar. So, haben wir jetzt hier nämlich einen Dock. Und ein Schiffsdock. Jetzt braucht man noch einen Bahnhof hier entsprechend auch wieder. Ich will hier eigentlich nur Treibstoff abholen, aber eigentlich könnte ich mir da oben die, aber auch, naja, aber das Öl den ganzen Weg, nee, das ist ja Blödsinn. Wo ich könnte das verarbeitete Öl von hier bis da hinten zum Plastik fahren, aber das ist ja Schwachsinn. Das ist dann echt schon Schwachsinn, weil dann fahre ich hier zickzack hin und her, ewig lange Wege und übertreiben muss man es ja mit der Länge nicht, wa? Mit den unnötigen Wegen vor allem und das wäre dann wirklich ein unnötiger Weg und so, ich komme nicht ans Depot ran, hier, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich komme nicht an das Depot. An das hier, an das Schiffsdepot, komme ich gerade nicht ran. Brauchen wir erst den Bahn. Eigentlich brauche ich ja gar keine vier Gleise. Wozu denn? Was soll ich denn mit vier Gleisen? Ich will ja hier nur Öl abholen. Achso, Treibstoff will ich auch abholen. Na gut, das mache ich aber auch nur über einen Zug. Nee, eigentlich will ich nur Treibstoff abholen, oder? Mal kurz Pause machen hier. Ich will hier nur Treibstoff abholen. Ja. Dann reicht doch ein Gleis eigentlich aus. Reicht uns ein Gleis, machen wir dann als Kopfbahnhof, dann ist das noch einfacher. Eigentlich reicht eins, ne? Wenn ich zwei kann ich ja bauen, das ist ja nicht das Problem. Baue ich zwei, ich mache nochmal das Schiffsdepot erstmal wieder hier hin und das war von der Position gar nicht mal so schlecht. Die Straße ein bisschen upgraden. Ja. Ach, da geht's nicht. Kollision. Machen wir mal die Straße hier selber um der Ecke bauen. So. Machen wir die Straße hier verbessert. So. Gut. Zugang zum Hafen hat man hier mehr oder weniger auch. Mehr schlecht als recht. So, ist besser. Sieht besser aus, nicht ganz so steil. So, dann brauchen wir einen Bahnhof, wie gesagt. Ich mache dann mal doch lieber zwei Gleise. Kann nie schaden, eigentlich ein Gleis mehr zu haben, denke ich. Volle Länge. Ich will hier wirklich viele, viel Platz haben. Und wenn ich einen zweiten Straßenanschluss bauen würde, wartet mal. Ich komme da wieder auf Ideen. Ihr kennt mich ja, ich bin ganz schlimm bei solchen Sachen. Ich muss nur ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen Platz schaffe. So. Und jetzt einen Bahnhof mit zweitem Straßenanschluss baue, Kopfbahnhof. Achso, nee, das bringt mir ja nichts. Obwohl doch, ich könnte ihn ja hier hinten hinschieben, den Bahnhof. Ich könnte ihn irgendwie hier so hinschieben quasi.
Ja, aber hier habe ich so viel Höhen. So zu viel Höhenniveau, was ich ausgleichen muss. Da muss ich zu viel Höhenniveau ausgleichen. Hier, aber ich glaube, hier bin ich schon zu weit weg wieder. Obwohl. Ja, da komme ich ja schlecht raus. Nee. Nee, dann muss er doch hier hinten hin. Dann brauche ich doch keinen zweiten Straßenanschluss. Und, aber so würde er doch schon wunderbar sitzen hier. Genau, perfekt. So, Straße muss natürlich hier noch hin. So, wir machen das alles schön hier. Wir sind schön Bauer. So, dann kann man da lang zum Hafen fahren, hier lang zur. So, haben alle Verbindungen miteinander. Wunderbar. So, hier haben wir Bad, Teilnacht, Zabeling, Transfer und einmal Nord. Das werden wir aber ändern. Aber, gut, hier unten muss die Trasse hin, aber das sehen wir uns in der nächsten Folge an, wie wir die Trasse hier hinbauen, denn diese Folge ist schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, hoffe, ihr hattet hier Spaß ein bisschen und würde mich freuen, euch dann morgen in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ich verbleibe bis dahin und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!